Hallöchen, Leute! Willkommen zu meinem neuen Projekt! The Magical Quest! Mickey Mouse! Ja, das ist ein Spiel, das habe ich in meiner Kindheit oft gespielt. Ja. Ja. Also, es geht darum, Mickey Mouse und seine Freunde spielen Ball und ja, Goofy wirft, Mickey trifft am Kopf und Pluto rennt dem Ball hinterher. Pass auf, Pluto, stopp! Sei nicht besorgt, Mickey. Ich finde Pluto für dich. Besorgt? Wer ist besorgt? Wenn Goofy sagt, er findet ihn, dann wird ihn Goofy wohl finden. Naja. Oh, Pluto. Komm her, Pluto. Wo bist du, Pluto? Und Abflug. Mickey fällt die Klippe runter. Und somit beginnt unser Abenteuer. Wie ihr schon sehen können, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Welten. Und wir starten gleich mit der ersten durch. So, Treetops. Im Baumkronen fangen wir an. So, wir können springen, wir können auf Gegner springen, wir können Gegner packen, Gegner werfen, so komische Dinger daneben und uns auch an die komischen Helikopterpflanzen ranhängen. Wupsch! Dann gibt's hier noch so komische... Aua. So, was sind das? Truthähne? Und es gibt Münzen. Dann, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja. Oh, ups. Nein, da kommen wir nicht oben. Dann, aua. Ja, so ging es mir gerade eben in der Testaufnahme auch schon. Ich mache die Tür offen, das Tier trifft mich. Hey, du. Ich suche meinen Hund. Hast du ihn gesehen? Ja, dein Hund wurde gefangen genommen von dem bösen Bruder von dieser Welt, der Eroberer Petey. Er wird deinen Hund nicht zurückgeben. Was? Eroberer Petey? Ja, jetzt geht mein Englisch zugrunde. Ich habe dich gewarnt. Er ist mächtig. Du solltest deinen Hund nicht retten. Rette dich selber. Nein! Pluto ist mein Hund. Mein Freund. Ich gebe nicht auf. Wo kann ich Eroberer Petey finden? Einfach mal der Straße nach. Ja, einfach mal der Straße nach. Das ist immer gut. Und dann komme ich zu seinem Schloss. Sehr gut. Danke. Bis später. Ja, Magic Box, wo uns immer helfen auf unserem Weg. Viel Glück. Und pass auf. Vor dem Eroberer seiner Magie, Fähigkeit und so. So, dann gehen wir erstmal hier aufs Dach. Hier oben haben wir noch was Schönes. Eine Tür, da gehen wir rein. Und da haben wir ein Lag. Und noch so ein paar Truthähne. Oder was auch immer darstellen soll. So, und dann rein da. So, dann gehen wir weiter auf unserem Weg. Ja, die Blöcke hier, die respawnen. Dann haben wir hier so einen bösen Jungen. Halt, ich will mit. Hier oben gibt es nämlich was für Mickey. Und was haben wir denn da Schönes? Münzen! Kann man nie genug haben. Was gibt es hier oben sonst noch?
nichts mehr. Na gut, dann gehen wir eben weiter. Aus Stahl, da sollten wir vielleicht nicht reinhüpfen. Nochmal, was sind das für Gegner? Sagt's mir. Sie sehen undefinierbar aus. Sollen das Fliegen darstellen oder so? Ach, keine Ahnung. Nimm mich mit! Okay, da oben gibt's nichts. Aber wir haben gleich die Biene zerfetzt. Oh, ups, ups. Aber hier war's, wo es was gab. Ja, wir müssten Herz geben! Ein Herz für Mickey! Ups. Ja, das war Glück. So, der erste Abschnitt wäre schon geschafft, der ersten Welt. Kommen wir an den zweiten Abschnitt. Keine Münzen. Dann hier vielleicht Münzen. Ja, hier gibt's Münzen. Wir nehmen alle Münzen immer mit. Dann haben wir hier Tomaten-Rodeo. Dann die nächste Tomate. So, mal gucken, ob ich diesmal wieder verkacke. Weil da unten, da gibt es nämlich ein Secret. Und da muss man es schaffen, von oben bis komplett nach unten auf der Tomate stehen zu bleiben. Was aber gar nicht so einfach ist, wie es aussieht. Nein, ich hab's verkackt, da wär's hochgegangen. Nein. Ach, Dreck. Naja, unser erster Zwischengegner, Endboss, keine Ahnung, was denn soll. Dem springen wir einfach auf den Kopf. Ein paar Mal. Bumm. Ja, der fliegt hier so blöd durch die Gegend. Ab und zu holt er mal Anlauf und dann hängt er sich an die Decke, beziehungsweise an die Bäume und schmeißt seine kleinen Kinder. Den Kindern können wir natürlich auch bombardieren. Also er ist recht chancenlos. Ja, zu meiner etwas längeren Pause. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich jetzt mittlerweile dann dazu komme zum Aufnehmen. Aua. Aber ich hoffe, dass das werden jetzt wieder geregelte Zeiten, sodass täglich ein, zwei Videos kommen. Aber in letzter Zeit, da, pff, ja, ich hatte einfach keine Zeit zum Aufnehmen. Bin nicht dazu gekommen. So, da wäre erledigt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das sich jetzt wieder einpendelt, damit ihr auch mehr von mir seht. Und ja, was haben wir? Das Projekt Bolt, das wird abgebrochen, weil, ja, da habe ich den Löschenpart, den ich gesehen habe. Da wollte ich dann noch den nächsten aufnehmen und dann ist mir das Spiel abgekackt. Und dann habe ich das nochmal versucht, dann ist nochmal das Spiel hängen geblieben. Dann habe ich es wieder versucht, dann ist nochmal das Spiel hängen geblieben. Dann habe ich es versucht, neu zu installieren. Und dann habe ich nochmal bis dahin gespielt und dann an der gleichen Stelle hat wieder das Spiel den Geist aufgegeben. Also keine Ahnung, warum, wieso, weshalb, aber an der Stelle komme ich einfach nicht weiter im Spiel. Da hängt es sich einfach auf. Tut mir leid, aber ich würde es gern fertig spielen für euch. Weil es ist ein geiles Spiel. Aber naja. Aua, du böser Stern. Dim, dim, dim. Ah ja, was soll's. Dafür gibt's jetzt Mickey Mouse. Yo, Mickey. Mickey macht alles kaputt. So. Das war jetzt der dritte Abschnitt. Ja, hier kommt der vierte Abschnitt. Und da kommt gleich ganz epische Musik. Was kommt da? Oh nein, eine Schlange! Hilfe! Hallo, Schlange. Ja, der Schlange, der schmeißt mal einfach so Blöcke hier in die Fresse. Und dann wird sie wütend und springt uns ins Gesicht. Oder beziehungsweise will uns ins Gesicht springen. Und ja, wir können auch mit ihren, was sie hier verliert. Oh, da wird sie schon aggro. Schau dann. Ja, jetzt wird sie aggro. Oh, aggro Snake.
Und da ist der Geist raus von ihr. The Down. So, das wäre jetzt das die erste Welt gewesen, Leute. World Number One. Clear. Tree Tops clear. So, wie viele Münzen haben wir denn momentan jetzt? Oh, jetzt geht's erstmal weiter. In den Wald. Den dunklen Wald. Und... ja, doch. Ja, doch, hier müsste das... ja, hab's schon ewig nicht mehr gespielt, das Spiel, aber hier müsste das nochmal sein. Oh, du hast es sehr schön gemacht. Ja, ja. Ganz dagegen, was der labert. Hier, du bekommst den magischen Turban. Oh, danke. Was kann das Ding? Mit diesem Turban kannst du Magic Power einsetzen und so Energiestöße da losschießen. So fliu. Yeah. So, jetzt muss ich aber mal schauen, wie konnte der sich denn umziehen? Nein, nein, nein. Ah, okay. So war das. Okay. Na gut. Dann wissen wir das jetzt auch schon mal. Oh, da oben ist eine Kiste. Da, weg mit euch blöden Stacheln. Ah, die Kiste ohne so komisches Bändchen dran. Die müssen wir hier so Magic Power aufladen und dann BAM! Dann Hilfe, Hilfe, weg mit euch Stacheln. Ich mag euch nicht. Und, nein, ich wollte dann... und genau, da oben, diese Magiefläschchen, wo jetzt gerade nicht drankommen. Das ist die Magie... aua, den Treffer nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Nicht so schlimm. So, was haben wir denn hier unten Schönes? Muss ich mir mal kurz umziehen, so war das. Weil... oh, ein Herz für Tiere. So, das wäre dann Herzchen Nummer 5. Ja. Weil, was wollte ich jetzt sagen? Das habe ich vergessen. Ja genau, mit dem, Umhang-Typi hier, da können wir nämlich keine Blöcke, hochheben. Oh, und das ist ein böser Fisch. Ich glaube, der killt uns nämlich instant. Ja, und hier kann ich mich dann gleich wieder umziehen, weil hier ist wieder so eine Box, so eine Mickey-Box. Mit Münzen! Münzen. Wow, das war knapp! Oh ja, das war eigentlich... oh, what the fuck? So, die Tierchen hier, die können wir nur mit einem... BAM! Oh, eigentlich sollten da alle drei dran glauben müssen. Und das ist ein Böser, der schießt auf uns. Den töten wir mal ganz schnell. Die Logik von dem komischen Zeug hier habe ich noch nie verstanden. Von dem Springdingens da. So, hier warten wir mal kurz ab, bis hier ein paar mehr Blättchen sind. Und mit dem nächsten gehen wir weiter. Wupsch. 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 Und dann sind wir ja auch schon drüben. Und war das jetzt der erste oder schon der zweite Abschnitt von dem? Erste Abschnitt, oder? Ja, hier kommt der zweite Abschnitt. Ah, da gibt's noch ein bisschen. Und jetzt dürfen wir swimmen gehen in einem Baum. Aua. Swim im Baum. Weg mit dir. Und dann hier die Türchen auf. Aua. Jetzt wird's aber dann kriminell. Was soll denn das hier? Geht sterben. Da ist eine Tür. Die nehmen wir nachher mit. Da kommen wir momentan jetzt noch nicht dran. Nach hier oben. Und dann
Ah, Hilfe, Hilfe, da gehen wir lieber unten rum. Das ist, glaube ich, gesünder und dann kommen wir hier schon raus. Nach oben. Nein, da gehen wir nicht nach oben, weil sonst kommen wir nicht mehr runter. Weil hier unten war doch die Türe. Shopping Center. Es gibt nichts. Ich hätte gern das Herz, aber irgendwie habe ich da zu wenig Geld. Oder den halber Schaden-Helm-Dingens da. Ja, und den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Also dann sparen wir unser Geld lieber, dass wir vielleicht den Helm da kaufen können irgendwann. So, dann gibt es hier noch ein Energiefläschchen und unser zweiter Gegner. Den können wir nur mit unserem Energiefläschchen töten. Springt hier so ein bisschen blöd durch. Ja. Ein bisschen blöd durch die Gegend und dann, ja. Ist er auch schon tot. Dann kommen wir in den nächsten Abschnitt. Abschnitt 3 von der Welt 2. Oh ja, genau hier war das. Da bin ich vorhin, glaube ich, 4 Mal gestorben. Bei der Testaufnahme, wo ich einfach nur so mal zockt hab, mal wieder. Weil ich irgendwie das. Ich bin so da drauf und dann hat der erwischt immer nur so gesprungen. Dann bin ich zwar, habe ich das ewig versucht. Dann sprang der immer so hoch und dann, wo ich dann darüber wollte, sprang er nur so. Dann lag ich im Abgrund. Und das 3 oder 4 Mal hintereinander. Und das fand ich irgendwie so total uncool. Ich will aber da oben meine Aladdin-Wunderland-Becher. Und von dir lasse ich mir keine auf die Rübe gehen. Und von euch auch nicht. Da warte ich jetzt. Toll, du sollst da nicht oben drauf springen. Ah, da ist ein Fisch da. Da lass ich mich doch gerne treffen. Ich habe nur noch ein Herzchen. Scheiße. Ja, das stimmt ja gar nicht. Ups. Und mehr. Das ist Blatt, auf das kann man verzichten. Aber ein Herzchen wäre schon noch cool gewesen. Das juckt das Tier nicht, dann ziehe ich mich um. Ja. Der Spinne, Spinne, Mini. Ja, die Spinne ist ein bisschen blöd. Scheiße! Da bin ich ein Millimeter. Neben den Mund gehüpft. Ja. Was soll's? Dann auf ein neues. So, diesmal geht's jetzt aber der Spinne an den Kragen. Diesmal habe ich 5 Herzen. So, jetzt dreh erstmal deinen Hintern hier zu mir rüber, dann. Guckst du nämlich schön so nach oben, dann kann ich dir so schön auf der Fresse rumhüpfen. Einer geht noch. Ja, und dann rennt sie wieder gegen uns, beziehungsweise will uns über den Haufen rennen. Und ja, wir sollten aufpassen, damit sie ihren Arsch nicht zu uns herdreht. Weil, ja, sonst schießt sie uns mit ihren gammeligen Spinnenfäden ab und das ist ja, nicht so cool. Ja, auf jeden Fall hat sie schon die Farbe geändert. Ja. Und ich glaube, viel braucht sie nicht mehr. Ja, genau, komm mal her, da kann ich dir auf die Fresse springen. Aua, das war nicht so klug. So. Dreh dein Gesicht zu mir und nicht dein Hinterteil, wenn es geht. Ja, so stehst du perfekt. Und jetzt gehst du sterben. Danke, da ist der Geist raus aus ihr. Der Geist ist raus. Der Geist ist raus, Leute. Dark Forest clear. Ja. Dann geht's
weiter. Ja, da in Welt 3. Ja, Leute, da geht's dann im nächsten Part weiter. Ich mache jetzt einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also Leute, bis dann und ciao!